Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Wir sind immer noch im Rapture und wir sind jetzt bei Level 12. Ich darf nicht vergessen, Level 4 auch noch zu machen. 10 Horns. Spring rein mit uns und mal gucken, was diesmal passiert. Hier sind schon wieder unsere Meat Boy-Zombies. Ach, Moment, das ist überhaupt kein Salz, das ist Schaum. Das ist überhaupt nicht gut. Geht's hier vielleicht. Kommen wir hier vielleicht auf eine andere Art hoch? Ach nö, ich wollte da hoch. Ah, eine Warpzone. Cool. Okay, diesmal ist es wieder unsere Retro mit den drei Leben. Das war ja ein süßes Bild. So. Also einfach nur ein großer Sprung wird wahrscheinlich nicht reichen. So. Oh, das Telefon geht hier los. Keine Ahnung, wer hier anruft. Da muss jetzt mal mein Mann dran gehen. So. Was hat schon aufgehört? Ah, nee. Das war's schon. So, wegen dem Telefon werde ich jetzt mal ein bisschen stiller sein. Scheinbar nicht viele. Das ist voll fies. Autsch. Das will ich schaffen. Viel zu hoch. Ja, rein mit uns. Gott, spiele ich heute schlecht. Und hier rüber. Das war natürlich im falschen Timing. So klappt's. Okay. Autsch. Und wieder nur ein Leben übrig. Das ist übel. Och Mann, ich will doch wenigstens mal durchs Erste kommen. Sehr schön, kommen wir wieder die ganzen Part hier dran festhängen. Okay. Gut. Oh. Okay, das war noch ein bisschen Kai-Teil, war noch ein bisschen übler. Ein bisschen. Das war mega übel. Gut, ich muss doch wenigstens drei von ihnen wegbekommen. Nachdem es unten ist. Ich wollte eigentlich an der Wand landen. Und da sind die drei Leben vorbei. Ich weiß gar nicht, warum man diese Warp so macht. Naja, sie sind witzig und herausfordernd. Das war natürlich total fail. So. Das ist sowas von knapp hier. Also, ich komme einfach nicht über die Stacheln hier drüber. So, eigentlich muss man dem das Erste. Das gibt's nicht. Ich will wenigstens einmal über diese Stacheln kommen. Ein einziges Mal. Das muss doch zu schaffen sein. So. Ich wusste, das konnte nicht klappen. Muss eigentlich schon springen, bevor der seine Säge losgeschickt hat. Das hat zu lange gedauert. Viel zu lange gedauert, bis sie zerbröselt sind. Das wird auch nicht klappen. So, nochmal. So, heute ist so einen schönen Abend hier. So, jetzt. Na, jetzt bin ich wieder in die Stacheln gelaufen. Nee, das war übel. Das war übel. Okay. So weit, so gut. Und wieder in den Stacheln gelandet. Ich habe mir das Level mit der Warpzone noch gar nicht angesehen. Ich denke, wir sind ja sofort hier rein.
Mal gucken, wie lange probiere ich. Wie lange probieren wir denn das zu schaffen? Wie lang? Das konnte ja nicht klappen. So, anfange, da muss ich erst gar nicht weitermachen. Das kann. Wieso kriege ich jetzt? Kriege ich das Timing ein bisschen mehr hin? Verdammtes Timing. Nee, ich hätte schon viel früher. Ja. Nochmal rein mit uns. Sag ich, man muss losspringen, bevor das Teil eigentlich los ist. Also. Jetzt. Nee, das war ein bisschen zu früh. Das war zu spät. So. Oh nein, ich habe das Timing nicht mehr draus. Wie habe ich denn das gemacht? Eigentlich, nachdem es runter ist, bin ich sofort gesprungen. So. Genau, so klappt das. Aber nicht, wenn man danach in die Stacheln hüpft. Dann klappt es natürlich nicht. So natürlich auch nicht. Ist los. Und jetzt kann man hier rüber. Aber das ist mir noch ein... Das ist mir noch hier ein Rätsel. Auch schon wieder. Noch ein Versuch. Noch ein Versuch. Ah, die werden sowas von schwer hier. Das Blöde ist ja auch, dass man hier diese verdammten drei Leben pro Stage hat. Da muss man erstmal durch eine Stage. Da hätte ich vielleicht auch mal früher drauf kommen können. Och, wieder in die Stacheln. Immer in dieselben Stacheln. Und zack, die sind weg. So, ich gehe nach unten. Wieso bin ich jetzt schon wieder in den Stacheln gelandet? Fürchterlich. Also hier habe ich jetzt das Ausweichen raus. Hier kann man sich einfach nebendran stellen. Da muss man auch erstmal drauf. Okay, ich glaube, jetzt habe ich das langsam, dieser erste Teil, funktioniert. So. Nebendran stellen. Jetzt wieder warten, bis er unten ist. So. Zack. Ich muss den Schlüssel finden. Der Schlüssel ist hier. Das heißt, ich muss hier durch. Shit. Shit, shit. Jedenfalls ist es doch leichter, als ich dachte. Das habe ich jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Okay, so weit, so gut. Ah, schon wieder. Aber ich hab's jetzt. Ich weiß jetzt, wie es geht. Das heißt, wir schaffen das. Mit der coolen Warp-Zone-Musik. Ich muss sagen, die gefällt mir hier. Das war eben mehr als knapp. Irgendwie nennt mich dieser Sound ein bisschen an Dings. Soundblazer, genau. Wieder in die Stacheln. Oh Mann. Es ist ja klar, dass das nicht klappt. Und zack. Gut. So, hier warten wir wieder. So. Und der nächste. Gut, jetzt Richtung Schlüssel. Das war's. Das war schon wieder das Game Over. Und dann war ja auch noch dieses interessante Pflaster. Ich finde, das kriege ich eigentlich nur hin, wenn ich da zurückspringe und das Ganze sozusagen nochmal mache. Aber dazu muss erstmal der Rest hier klappen. Wenn ich natürlich gleich von Anfang an so blöd springe. Ich muss... Nee, ich muss schon warten. Ich muss schon springen, sobald das erste Säge da war, muss bleiben. Genau wie hier. Zack. Und boom. Okay. Das hätten wir. Was soll's denn die Mitte? Och Mann, ich glaube, hier darf ich nicht in der Wand. Da muss ich von Anfang an anfangen. In der Luft kann man sich ja so schlecht bewegen. Wir haben hier diesen Retro-Meatball hier als festgefahrenen Charakter. Komm. Das war jetzt doch ein bisschen zu feil von mir. So, das ist richtig. Alle sind weg. So, schieß sie nach unten.
Nochmal. Gut, dass wir hier keine Zeit haben. Wenigstens das. Nein, du hättest dich nicht an der Wand festhalten dürfen. Mist, nochmal. Und du hättest jetzt auch nicht von der Kante fallen dürfen. Ob das in diesem Part noch klappt, ich wage es irgendwie zu bezweifeln. Was ich ja oft tue, Sachen bezweifeln. Ein Wunder, ja. Gut, das war jetzt aber mehr als knapp. Ich meine, wenn ich von Anfang an gecheckt hätte, dass ich mich da vor dem Segen schützen kann. Och Mann! Was bin ich denn jetzt in die Säge? Wieso gibt es ja eigentlich einen Score? Je nachdem, mit vielen Leben man durchkommt oder was. Also, der Versuch ist schon mal wieder total fail. Und zack. Und. So. Gut, so weit, so gut. Das ist wirklich, wirklich kompliziert. Nun komm schon. Wir wollen das schaffen. So, er spuckt die Säge aus. Das war jetzt knapp von mir. Da mache ich es mal wieder spannend. So, die letzte bitte. Zack. Gut. Hier kann man dann allerdings nur hin und her springen. Wie geht denn das? Jetzt wäre ich beinahe aus dem Bildschirm gerannt. Und ich bin aus dem Bildschirm gerannt. Diesmal aber nicht mit Absicht. Das muss doch zu schaffen sein. Auch gerade mal einen Schluck zu trinken. Nicht mal durch die erste Stage komme ich. Naja, ich mach's wie beim Weiß. Wenn ich es bis in diesem Part nicht geschafft habe, wird beim nächsten Mal erstmal was anderes gemacht. Und wir nehmen uns diese Dinger vor, wenn wir uns bereit dazu fühlen. Ach ja, ich glaube, bei manchen von denen muss ich die echt offscreen spielen und dann nachkommentieren. Weil ich mich gerade frage, kann ich den Wandsprung irgendwie abbrechen? Ja, so kann man ihn nicht abbrechen. Das war kaputt gegangen. Hui, das ist knapp. So, wenigstens schaffe ich es jetzt hier durch. Ich muss ein bisschen üben. Ja, man kann mit dem Steuerkreuz kann man das hinbekommen. So. Das war natürlich... War klar, dass das nicht klappt. Da hätte ich mich jetzt nach oben. Ah, mein Gott, ist das schwer. Das Ganze auch noch mit Pflaster. Das wird ein Spaß. Wenigstens habe ich jetzt diesen Teil ganz gut drauf, wie es scheint. So. Das war klar. Wie habe ich denn das eben gemacht, den Schlüssel zu bekommen? Ich habe es wieder vergessen. So, jetzt rüber. Und zack, zack. Nächstes. Das hat schon mal geklappt. So, jetzt kommt wieder die schwierige Stelle, die mir noch nicht wirklich klar ist, wie die funktioniert. Ich will eigentlich nach unten. Noch 6 Minuten und wir sind überhaupt nicht vorangekommen. Weil das einfach so verdammt mördermäßig schwer ist. Ich spiele es ja noch mit Controller und nicht, dass ich das mit Maus und Tastatur spielen würde, obwohl ich glaube, es gibt nur Tastatur. Dann würde ich wahrscheinlich überhaupt nicht vorankommen. Ja. Also die normalen Level sind ein Witz im Gegensatz zu den Farbzonen. Und jetzt habe ich es ja nicht mal darüber geschafft. Ich finde im Moment auch einfach nicht die Sprünge raus, die ich machen muss. So. Wenn das losschickt. Hier sollte ich auf jeden Fall nicht sterben. Wohl am besten wäre es wahrscheinlich, wenn ich überhaupt nicht sterbe. Die Säge in der Mitte ist das Problem. Ich bin doch jetzt gesprungen, verdammt nochmal. Wieso hast du mich nicht mitbekommen? Bisschen wenig weggemacht, egal. Und... Perfekto. Das hat gut geklappt.
Na? Minu! Fast! Das wäre es fast gewesen. So. Und zur Seite. Zack. Jetzt bin ich wieder an den Stacheln. Jetzt sind es noch 4 Minuten. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich es hier schaffe. Ich werde nicht mehr dieser Erste. Ich habe es einfach total im Gefühl, dass das nicht klappt. Vor allem, wenn das so anfängt. Verdammt nochmal. Vor allem, auch wenn man den Sprung dann raus hat, muss man erst mal rausfinden, wie man ihn ausführt. So. Ja, toll. Jetzt habe ich es natürlich wieder total falsch gemacht, weil ich plötzlich so ungeduldig geworden bin. Ich dachte mir lieber ein bisschen mehr Zeit lassen. Das ist hier auch ziemlich wichtig. So. Und. Und wie soll ich an denen vorbei? Das geht ja wohl kein bisschen. Man muss ja irgendwie wieder rauskommen. Ja, das war wunderschön runtergefallen. Weil meine A-Taste wohl nicht heftig genug gedrückt wurde. Soll ich es überhaupt noch probieren in diesem Lebenszyklus? So. Wenigstens bis dahin möchte ich wieder kommen. Gut. So weit, so gut. Jo, war klar. Also nochmal Sunshine Island. Und wir warten auf diese Säge. Und auf diese. Okay. So. Das hätten wir. Wie soll man da rauskommen? Wie? Es ist mir völlig schleierhaft. Und das eben ziemlich dämlich. Bleibt wohl nichts anderes übrig, als mir das mal selber in einem Video anzusehen, wie man diese Warpzone schafft. Weil ich es im Moment echt überhaupt nicht weiß. Findet man ja bestimmt alles auf YouTube. Ah ja, das ist angenehm am Internet und an Videos. Früher mussten wir mal Hotlines anrufen, wer sich da noch dran erinnert. Ich glaube, dass meine Konzentration jetzt auch hinüber ist. Oh, jetzt mache ich schon die normalen Fehler hier. Naja, wenigstens habe ich es geschafft. Hier in diesen Stacheln zu sterben. Ah, jetzt war ich wieder zu ungeduldig. So, ein Leben haben wir noch. Und ich würde sagen, danach versuchen wir nochmal einen 3-Lebenszyklus. Ja, das war mir irgendwie jetzt klar. Gut, das wird jetzt unser letzter Versuch. Wir sind nicht mehr durchs erste Level gekommen. So. Jetzt gehen die da weg. Ich bin zu weit gelaufen. Shit. Jetzt. Okay, nicht so weit laufen. Wenigstens sind wir hier nicht in den Stacheln gestorben. Das ist gut. So, wir sind bei den Sägen. Und ich bin zu früh gesprungen. Gut, das ist das letzte Leben. Sehen, was wir damit reißen können. Und ich sag wahrscheinlich nichts. Weil ich habe es die ganze Zeit nicht gehofft, wieso sollte es jetzt plötzlich schaffen? Nö. Sag ich doch. Also, das war's jetzt erstmal. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wenn es euch gut gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Zeigt mir dann doch bitte auch, was ich hätte besser machen können. Tschüss und bis zum nächsten Mal.